Ei, Gude und willkommen zu Valheim Ashlands. Ich bin der Typ mit dem Bart. Oh! Und heute verteilen wir mal ein paar Schellen. Denn ich habe mir heute gedacht, wir schauen uns mal die einzelnen Schwächen der neuen Gegner in Valheim Ashlands an, also gerade in den Ashlands. Denn, ihr wisst es ja selber, jeder Gegner hat so irgendwie so seine Schwäche, je nachdem, welche Waffe du benutzt. Und natürlich macht es absolut Sinn, die zu wissen und auch dementsprechend auszunutzen, um da relativ schnell durchflügen zu können, ohne wirklich selber Schaden zu bekommen. Und das werden wir uns heute mal genau anschauen. Ich habe das mal ein bisschen ausgetestet für euch und werde das mit euch gleich teilen. Und ich bin mal gespannt, ob ihr das ein oder andere vielleicht schon selber so kennt oder sagt, nee, das war mir so noch gar nicht bekannt. Und mit dem Tipp kann man da was anfangen. Freue ich mich natürlich immer wieder. So, bevor wir loslegen, hier nochmal der Hinweis. Wir haben jetzt Sonntag, jetzt als dieses Video ausgestrahlt wird. Und die kommende Woche fallen leider alle Streams aus. Leider vielleicht für euch, für mich überhaupt nicht leider, denn ich bin im Urlaub und habe jetzt dementsprechend auch Videos vorproduziert. Also hier auf YouTube bleibt es beim Alten. Ja, ihr bekommt auf jeden Fall weiterhin Futter, aber die Streams fallen mal für eine Woche aus. Ich denke, ihr werdet es überleben. Ich übrigens auch, obwohl ich euch sehr vermisse, weil mir das immer sehr viel Spaß macht mit euch. So, ihr Lieben, jetzt habe ich, glaube ich, genug gequatscht. Lasst uns mal direkt zum Thema kommen nach einem kurzen Intro. So, und da sind wir quasi schon auf unserem kleinen Versuchsfeld, was ich hier angelegt habe. Einfach nur Wände hochgezogen, beziehungsweise das Terraforming ein bisschen nach oben gezogen, sodass da niemand ausbrechen kann. Bevor wir hier loslegen, kurz dann nochmal die Erklärung für alle, die jetzt vielleicht erst neu eingestiegen sind in Ashland und noch überhaupt gar keine Ahnung haben, wovon ich eigentlich rede. Jeder Gegner, den ihr irgendwie bekommen könnt, der hat gewisse Schwächen und die Schwächen kann man sich wie folgt vorstellen. Lasst mich mal kurz schauen, ob wir hier einen Gegner haben. Wir spawnen einfach mal ein. Machen wir es so. Ist, glaube ich, am sinnigsten. Wir haben zum Beispiel ein Skelett. So, da seht ihr es. Da steht er. Ja. Und ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich werde mir mal eben ein paar einfache Waffen machen. Jetzt nicht unbedingt das, was ich hier habe, sondern gerade, das ist ja so ein Gegner, den man ziemlich am Anfang schon bekommt. Und lasst mich mal gerade schauen. Ich hatte mir jetzt gerade eben kurzfristig überlegt, das Ganze euch nochmal so zu erklären. Deswegen bin ich hier jetzt eigentlich gar nicht drauf vorbereitet. Aber wir werden das mal eben machen. Ist ja nicht das Riesenproblem. Jetzt suche ich natürlich eben wieder die Axt. Wo ist die blöde Axt? Die stinknormale Axt? Die Steinaxt? Wo ist sie? Da ist sie doch, die Steinaxt. Also das sind so die ersten Dinge, die ihr bauen könnt, wenn ihr komplett neu eingestiegen seid. Um euch veranschaulichen zu können, was ich meine, wovon ich rede, ist, wenn ich jetzt hier die Axt in die Hand nehme und hier auf den Eimer einhaue, ja, dann seht ihr weiße Schadenszahlen. Ja? Das heißt, er ist moderat mit dem, der Schaden an ihm, der ausgerichtet wurde, ist moderat, ist aber nicht quasi der Schaden, der bei ihm den höchsten Effekt auslöst, also den höchsten Schadenswert erzeugt. So, das wäre dann in diesem Fall hier der Knüppel und das werdet ihr gleich sehen, wenn ich da drauf haue. Ja, da bekommt ihr nämlich gelbe Zahlen und wann immer ihr gelbe Zahlen auftauchen seht, habt ihr quasi die Schadensart gefunden oder die Waffe gefunden, worauf der Gegner am allergischsten reagiert. Ne? Also das war jetzt nochmal ein ganz simples Beispiel, um euch überhaupt zu erklären, was wir hier machen, warum wir das machen. Ja? Man kann sich immer grob merken, Skelette und alles, was irgendwie Knochen hat, ist immer sehr empfindlich gegenüber Kolben, Einhandkolben, Streitkolben, ja, also Wuchtschaden an sich. Ich meine, alles, was irgendwie mit Fleisch belegt ist in irgendeiner Art und Weise, da ist dann auch der Stichschaden manchmal herausfragend. Aber das ist, muss man im Einzelnen dann rausfinden, das kann man so gar nicht pauschalisieren. Wie gesagt, Skelette sind so das Einzige, was ich jetzt gerade so persönlich weiß, wo immer grundsätzlich diese Schadensart mit Einhandkolben und so weiter dann doch sehr effektiv ist. So, wir werden uns jetzt mal eben was zu futtern reinhauen, denn ich bin hier gerade etwas unterzuckert, ja. Wir werden auch gerade mal eben kurz das Dings hier ein bisschen leer machen, denn ich habe hier vorhin im Vorfeld schon so ein bisschen gebaut und gefarmt und gemacht und getan. Und wir werden jetzt quasi mal so den Einstieg in die Ashlands simulieren. Und mal abgesehen von der Rüstung, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel als Mage in die Ashlands startet, habt ihr meistens so einen Froststab dabei. Ihr habt vielleicht auch den Totenbeschwörer dabei. Und das sind so die Standardwaffen, die ihr eigentlich haben solltet. Ja, könnt ihr alle benutzen, braucht ihr tatsächlich auch. Und wenn ihr jetzt als Nahkämpfer unterwegs seid, verzeiht bitte, wenn ich jetzt nicht die Rüstung
Rüstung anlege, ja, die spare ich mir gerade mal, weil das gerade so ein bisschen unabhängig davon ist, dann habt ihr in der Regel entweder hier so einen Zerstörer oder aber viel benutzt wird der Nebelbrecher oder aber viele sind auch nach wie vor noch dem Frostner sehr verfallen, auch wenn der erst relativ spät in dem ursprünglichen Walheim irgendwie kam. Ich glaube, im Gebirge konnten oder nach dem Gebirge konnte man ihn bauen. Ist das trotzdem eine sehr, sehr beliebte Waffe. Ihr seht es ja hier Silber, genau. Und der wird auch bis spät ins Endgame wird er benutzt. Ne? Also jetzt vor Ashlands. Ja? Hat nämlich einen super Effekt. Das Ding hat nämlich, wenn ihr mal kurz auf die Stats gucken wollt, ja, hat einen Wuchtschaden oder hier ist es Hauen genannt von 35 und hat einen Eisschaden von 46. Das heißt, er verlangsamt auch Gegner und er hat Geist. Und alles, was irgendwie anfällig auf Geistschaden ist, ist natürlich hier prädestiniert, dann auch dementsprechend hier Schaden zu bekommen. Hier haben wir dann zum Beispiel einen Hau- und Schaden von 157. Ja, aber da muss man halt sagen, das Ding ist halt ewig langsam. Aber tatsächlich ist es auch eine Waffe, die sehr, sehr viele noch mit sich rumtragen. Und hier haben wir ebenfalls Eis und Geist drauf. Also das sind so die Sachen. In der Regel hat man das. Natürlich gibt es da noch andere, die haben noch mehr oder was anderes oder ein ganz anderes Setup. Aber das sind so eigentlich die Waffen, mit denen man eventuell noch rumläuft, wenn man aus den Mistlands in die Ashlands übersetzt. So, jetzt haben wir, glaube ich, mal genug gequatscht und werden uns mal direkt anschauen, was die so überhaupt für einen Effekt haben. Und da hatte ich schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Denn wenn wir uns mal hier so ein paar Melees hier jetzt hier wieder zu holen, ja? So, Chariot, Melees, das sind quasi die ersten Skelettgegner, die euch irgendwie über den Weg laufen. In den Ashlands, da seht ihr sie. Ja, jetzt stehen sie alle noch schön bereit. Wenn ich mal kurz, ich bin am Fliegen, deswegen gehen die nicht gleich auf mich los. Ich will jetzt auch nicht großartig kämpfen, sondern will dann einfach mit euch zusammen gucken, was für Schaden hier man machen kann. So, ich habe jetzt erstmal Ausdauerfood eingepackt. Und ja, wird einfach mal drauf losgehen mit meinem Schwert. Und ihr seht, was ihr hier sehen könnt, das macht schon ordentlich Schaden. Das ist jetzt auch nur auf Stufe 2 abgegradet, ja. Allerdings keinen Spezialschaden. Also ihr seht keine gelbe Zahl, ja. Also hier habt ihr dann auch nur die weißen Zahlen, was auch völlig in Ordnung ist. Ja, ihr habt einmal den Grundschaden und dann tickt natürlich dieser Geistschaden noch mit hoch. Das ist ein Schaden über Zeit. Und der Eiseffekt auf der Waffe tut sein Übriges, ja. Der verlangsamt nämlich den Kollegen um einiges. Ihr seht es ja selber, der rennt nicht mehr so arg auf mich zu. So, also ist eigentlich eine ganz gute Waffe, aber tatsächlich hat er keine großartige Schwäche gegen Eis, Stich oder sonstigen Schaden. Ne? So, jetzt würde ich einfach mal vermuten, ich nehme den Frostner und jetzt müsste ja eigentlich was passieren, ja. Also eigentlich müsste ja eine gelbe Zahl auftauchen, aber ihr seht nichts. Einfach nichts. Ja. Ist auch ein guter Schaden. Kann man auch so mitnehmen. Hier habt ihr natürlich auch immer noch den Vorteil, hier triffst du vielleicht auch ein, zwei Gegner mehr, wenn sie ziemlich nah aufeinander hängen. Wir können auch mal hier so eine Special-Attacke nehmen. Das ist dann so ein Schlag von unten nach oben. Da habt ihr dann auch noch ein Knockback dabei. Aber tatsächlich hier auch keine Special-Attacke. Dann probieren wir doch einfach mal die normalen, also den Zerstörer aus, diesen Superhammer, ja, und der hat auch einen Knockback, aber auch hier seht ihr keine gelben Schadenszahlen, ja. Der macht auch moderaten Schaden, aber hier würde ich euch grundsätzlich schon mal abraten, ja, weil das sind jetzt noch die langsameren Gegner, die euch entgegenkommen. Es gibt aber auch wesentlich flinkere. Da macht es nicht so viel Sinn, mit der Waffe hier großartig drauf zu hauen. Es sei denn, ihr steht mitten irgendwo in der Gegnerhorde, aber verlasst euch drauf. Da gewinnt ihr nicht so wirklich einen Blumentopf mit. Also, wenn ihr frisch in die Mistlands startet als Nahkämpfer, seht zu, dass ihr einen Frostner dabei habt. Seht zu, dass ihr den Nebelbrecher dabei habt. Ja, natürlich noch mit einem Schild und der richtigen Rüstung. Das habe ich jetzt hier nicht angelegt. Dann seid ihr fürs Erste erstmal ganz gut ausstaffiert, um die ersten Wellen zu erledigen. So, jetzt bräuchte ich natürlich eigentlich nochmal Kotzbären. Die habe ich mir natürlich nicht gespawnt, weil ich nämlich jetzt euch das Ganze mit dem Eiter nochmal zeigen wollte. Das heißt, wir werden ihn mal eben spawnen. Ich muss kurz überlegen, wie die heißen. Spawn, Berries, Blueberries, Cloudberries, Pukeberries, genau, Pukeberries waren es. So, nehmen wir mal 10 Stück. So, jetzt passiert leider was. Was manchmal witzig ist, aber
auch nicht immer. Jetzt werden wir uns erstmal richtig mächtig unseres Essens entledigen, ja. Genau, so. Und wenn wir jetzt dann mal das Eiterfood uns da reinfahren, was es hier gibt, ne? Also das sind so die Sachen, die es tatsächlich in den Mistlands gibt, ja. Also logischerweise, denn da hielt das Ganze ja mit Einzug. Dann sieht das vielleicht dann schon mal so aus, dass wir auf jeden Fall erstmal den Start nehmen und ein Schutzschild zaubern. Das macht Sinn. Nicht vergessen, zieht Lebensenergie von euch ab. So, und irgendwie zeigt er mir jetzt die Bubble nicht an. Ich bin nicht gebubbelt. Liegt vielleicht daran, dass ich fliege, oder? Jetzt, genau. Fliegen macht das nicht so viel Sinn. So, und jetzt, sag mal, in der Regel haben wir hier unseren Froststab, ja, der eigentlich immer ganz guten Schaden macht. Aber auch hier seht ihr, ist okay. Ihr könnt damit Gegner besiegen, aber auch hier keine Schwächen gegen Frost, ja. So, dann würde ich als nächstes mal einfach mal den Feuerstab nehmen. Ja, ist ja auch ein sehr beliebter Gegenstand. Hier sagen wir mal, wie heißt der Stab der Glut? Genau. So, da kannst du natürlich mal schön reinzimmern in die Gruppen. Und aber auch hier darfst du nicht vergessen. Er zieht auch enorm am Eiter. Und ihr dürft auch nicht vergessen, ihr seid relativ eingeschränkt auch am Anfang mit euren Ressourcen, ja, und wir sind jetzt hier im Grasland, das heißt, es ist nicht so viel, aber normalerweise, und da stehen natürlich auch die Gegner nicht so optimal, ja, wie sie jetzt hier stehen, denn normalerweise überfallen die euch in einer Tour und machen euch das Leben richtig schwer. So, also in der Regel habt ihr, wie gesagt, den Eisstab oder den Stab der Glut, auf jeden Fall den Stab des Schutzes, solltet ihr immer aktiv halten, ja. Und knallt euch das Buff-Food rein, das Eiter-Buff-Food, in der Regel eigentlich immer so zweimal Eiter-Buff-Food und einmal Leben. Dann seid ihr damit für die erste Angriffswelle ganz gut gewappnet. So, was wollte ich euch jetzt eigentlich mit diesem ganzen Experiment hier sagen? Skelette, egal ob es Magier sind, ob es die Verkohlten sind oder ob sie die Schwertträger sind oder Bogenschützen, haben keine Schwäche, ja. Da könnt ihr anwenden, was ihr wollt. Es macht alles nahezu den gleichen Schaden. Also ob ihr jetzt den Nebelbrecher nehmt oder ob ihr den Frostner nehmt oder Magierkrempel, es macht einfach den gleichen Schaden. Ich würde euch einfach empfehlen, wenn ihr hier landet und als Nahkämpfer unterwegs seid, seht zu, dass ihr den Frostner mitnimmt. Hat einfach den Verlangsamungsschaden, ja. Slowt die ganzen ein bisschen und ihr habt auf jeden Fall mehr Ressourcen, um dann dementsprechend auch Abstand zwischen euch zu bringen. Ja, denn wenn die Jungs hier einmal zuhauen, vor allen Dingen auch wenn es Sternegegner sind, das brennt schon anständig im Gesicht. So, das ändert sich leider auch nicht viel mit den Mistlands-Waffen dann. Also wir machen die hier mal eben platt hier, lassen die mal eben verschwinden. Wenn ihr irgendwie sagt, ja, mit den Ashlands-Sachen meinte ich, mit den Ashlands-Waffen. Wenn ihr sagt irgendwie, gut, Mistlands, der Krempel, den brauche ich sowieso nicht mehr, dann versuche ich es mal mit den Ashland-Waffen. Nee, tatsächlich haben die auch keine Schwäche irgendwie gegen Ashland-Waffen, außer halt diese Effekte, die auftreten, wenn ihr dann eure Schwerter irgendwie aufrüstet noch zu diesen Naturgeschichten oder mit Blitzschaden und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja selber auf dem Server während der Testphase und auch später, als wir den Boss gelegt haben, im ersten Versuch habe ich ja mit zwei Äxten gekämpft und dann mit diesem Blitzschaden drauf. Und da muss ich ehrlich sagen, der war ganz nice, ja. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, damit zu kämpfen, weil es halt auch eine irre schnelle Waffe ist, ja. Aber es gibt auch natürlich noch die anderen Waffen, die manchmal sehr, sehr, ich sag mal, stiefmütterlich behandelt werden. Und da werden wir auch noch drauf eingehen. Nicht in diesem Video, möglicherweise im nächsten Video werden wir uns mal anschauen, wie man mit den einzelnen Waffen eigentlich umgeht und wann die Sinn machen und wann du die eigentlich komplett in die Tonne treten kannst. So. Jetzt packen wir den ganzen Krempel mal hier wieder in die Kiste. Das sind ja die ganzen Mistlands-Sachen. Jetzt werden wir uns mal beschäftigen mit den neuen Sachen. Ja, dann haben wir hier zum einmal den hier und den hier. Und Bomben bringen übrigens herzlich wenig gegen die Gegner. Und wir gucken einfach mal, dass wir mal... was nehmen wir denn mal? Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir haben. Dann können wir das gleich auch nach und nach anlegen. Zu den Fernwaffen oder den Distanzwaffen kommen wir dann gleich noch. Hier haben wir noch das magische Schwert. Das wollen wir natürlich auch nicht außen vor lassen. So.
um euch das zu zeigen, ja, dass das ebenfalls keinen negativen Effekt irgendwie auf, jetzt habe ich wieder die Dings, die Bären gespawnt, wir wollen nochmal 10 solche Minis haben, genau. Also, ja, wenn ich jetzt den hier nehme und hau den hier rein, macht auch Schaden, ja, dann kommt dann halt nochmal die Ranke. Aber ihr seht selber, hier erscheinen keine gelben Schadenszahlen, also sind da auch keine Schwächen vorhanden gegenüber diesem Naturkrempel. Genauso wenig wie wenn ich den Feuerstab nehme, diesen neuen, der sich dann aufteilt, ja, den ich persönlich eher überhaupt gar nicht benutzen würde, weil er sehr, sehr wenig Initialschaden macht, wenn ihr einen trefft. Und dieser Bereichsschaden, der dadurch erzeugt wird, der ist auch verschwindend gering. Ihr seht es ja selber, 0,3, 0,4 brauchst du nicht machen. Das einzige Vorteil an dem Ding ist, dass man den relativ schnell bauen kann. Ja. Was noch Spaß macht, ist hier diesen Dunder, ja, diese Schockkanone. Ja. Da löst dann hin und wieder vielleicht auch mal einen Kettenblitz aus. Ja, da seht ihr zum Beispiel, da werden dann 2 getroffen. Aber ihr seht auch hier selber kein Schaden irgendwie, wofür die besonders empfänglich sind. So, guck mal hier. Lass die mal ein bisschen zusammenkommen. Da hat es wieder ausgelöst. Das ist ein Kettenblitzschaden. So, also da seht ihr selber auch, das macht 0, gar keinen Sinn. Und wenn ich jetzt hier anfange mit Nahkampfwaffen zu hauen, auch hier nichts, ja. Das ist jetzt natürlich der Effekt, der auf diesen grünen Waffen liegt, also auf diesen Naturwaffen, dass die es eine Chance gibt, dass die Gegner dann noch einfach festgehalten werden, gewurzelt werden, ja, und euch dann dementsprechend auch nicht behaken können. Ist natürlich immer ganz gut, wenn der Tank so eine Waffe hat, ja, und dann vielleicht die Gegner irgendwo festnageln kann, sodass dann die Ranger drauf schießen können. So, aber ihr seht es ja hier selber, das Ganze nochmal mit dem Splitten hier. Oder hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Keule, da würde man es wieder erwarten, weil es jetzt Skelette sind. Kein Spezialschaden in Form von gelben Schadenzahlen auf den Skeletten möglich. So, hier nochmal zum Beweis dieses Zweihänderteil, ja. Gut, also das gleiche ist übrigens auch bei den Blitzsachen. Dasselbe ist dann auch nochmal hier bei dem Dünwin, genau. Ja. Das ist übrigens die einzige Waffe in den Ashlands, die ihr bekommen könnt, wo es kein Upgrade drauf gibt, also in irgendeiner Art und Weise, weil es die Verzauberung einfach schon mitbringt, eben diesen Feuerschaden. Der natürlich in den Ashlands vielleicht auch nicht so geil ist und ich vermute mal eher, dass es später viel mehr zum Tragen kommt, wenn es dann Richtung der nächsten Erweiterung geht. Genau. So. Es ist aber nicht so, dass es in diesem Spiel keine Gegner gibt, die nicht irgendwelche Schwächen aufzeigen. Und wir fangen mal an mit... Wir werden erstmal hier das wieder hier reinpacken. Den nehmen wir mit. Genau, und den nehmen wir auch nochmal mit. Ja, den Rest können wir gerade mal hier so liegen lassen. Also, wir fangen mal an. Einer der ersten Gegner, die euch auf jeden Fall entgegenkommen werden, ist die... Jetzt versuche ich einen Spannungsbogen zu machen. Wo haben wir sie denn? Die Bone Maw Serpent. Die Knochen... Da ist sie. Der Knochenschlund. Genau. Das ist nämlich diese tolle Seeschlange. Möglicherweise begegnet die euch und das Ding ist einfach nur mega hässlich. Jetzt ist sie natürlich keine Gefahr, weil wir hier im Land sind. So. Und in der Regel könnt ihr ja auch draufhauen. Ja. Was aber wirklich, wo das Biest echt ein Problem mit hat, ist hier einfach Eisschaden. Und ihr seht es ja selber, gelbe Schadenszahl. Ja? Also wenn ihr übersetzt in die Bone Lands, ach die Bone Lands sag ich schon, in die Ashlands, Bone Lands ist auch cool. Nee, in die Ashlands, seht zu, dass wenn ihr alleine seid, dass ihr auf jeden Fall bewaffnet seid mit dem Eisstab, ja, um wenigstens das
beziehungsweise die Kollegen hier ja einfach besiegen zu können. Wer auch noch sehr anfällig dagegen ist, und das kann man sich eigentlich fast denken, gegen Frostschaden und die euch teilweise das Leben auch echt schwer machen können, sind die Lava-Blobs. Ja? So, wo haben wir denn einen hier? Da haben wir den Lava-Blob. Ja? Und normalerweise springen die dann los, aber wir werden das erstmal vermeiden. Die kann man natürlich auch ein bisschen reizen, indem man einfach an denen vorbeiläuft. Ich bin jetzt hier am Fliegen, deswegen reagiert er nicht auf mich. Aber wenn ich da dann reinhaue mit dem Frost, ja, seht ihr selber. Und das ist eine der gesündesten Art und Weisen, wie man die dann bekämpft, indem man einfach ein bisschen auf Abstand bleibt. Macht absolut Sinn, das Ding hiermit zu besiegen. So, das werden wir entfernen. Was haben wir denn noch für ein Tierchen, was uns das Leben sehr, sehr häufig zur Hölle macht? Ja? So, ich habe tatsächlich völlig vergessen, mal einen Asquin auszuprobieren, aber das können wir jetzt gerade echt mal machen. Wir spawnen einfach mal ein. Und schauen mal, ob der gegen irgendwas anfällig ist. Ja, wir probieren es mal hiermit. Nö. Wir probieren es mal mit der Keule. Auch nicht. Wir probieren es mal mit dem Schwert. Auch nicht. Wir probieren es mit dem Dürnbin. So, jetzt probieren wir es hier mit der Keule nochmal. Nix. Hier mit dem Zweihänder. Auch nicht. Dann werden wir hier gerade nochmal die alten Waffen rauskramen. Vielleicht ist ja hiervon irgendwas wirksam. So, und den werden wir hier noch mit reinnehmen. Fiel mir gerade eben ein, Mensch, den hast du noch gar nicht ausprobiert. Und das ist ja auch jemand, der einem wirklich ziemlich auf die Ketten gehen kann. So, das funktioniert auch nicht. Verlangsamt das Ganze. Ist auch nicht anfällig gegen Geistschaden. So, jetzt werden wir nochmal einen spawnen. Dann probieren wir das Ganze nochmal mit Blitz. Einmal die Dunder laden. Ja, also ihr macht schon Schaden damit. Es ist jetzt nicht so, dass ihr überhaupt keinen Schaden macht, ne? Aber was wir hier noch nicht ausprobiert haben, ist vielleicht noch... Hier nochmal den Feuerstab. Und die Äxte können wir natürlich auch nochmal ausprobieren. Das haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Ja, so... Also ist jetzt nicht explizit anfällig oder der Schwachpunkt bei den Askwins, aber wenn ihr hier zum Beispiel mit einem Feuerstab draufhaut, dann fangen die halt auch an zu fackeln und rennen natürlich weg. Also so könnt ihr sie dann zumindest mal vertreiben. Ihr könnt es jetzt nochmal einmal mit den doppelten Axten probieren, aber auch da ist kein Schaden. So. Also das scheint mir ebenso zu sein wie bei den Skeletten, dass die immun sind gegen irgendwelche Schwächen. Wenn ihr da was anderes rausgefunden habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist das mal mit Bogen auszuprobieren. Aber der Vollständigkeit halber wollen wir das einfach mal machen. Und ich habe mal hier so ein paar Pfeile rausgenommen, mitgenommen, die wir uns anschauen können. Sollten wir auf jeden Fall auch noch machen. So, nochmal ein Spawn, bitte, danke. Und wir nehmen mal den Chitin-Pfeil, das ist ja so den einzigen, den man dann, oder den höchsten, den man ja beim Einkommen hat, ne? Also wenn man dann rüberkommt aus den Mistlands, beim Ankommen, dann probieren wir es mal mit dem Eis-Pfeil, der dürfte eigentlich auch keine Effekte haben. Also, außer dass er verlangsamt, ja. Das ist übrigens auch geil, ne? Wenn du hier so einen Eispfeil nimmst und hast den Bogen, dann hast du quasi zwei Elementarschäden auf einmal da drauf, ne? Also einmal das Verlangsamen vom Eis und dann zusätzlich noch den Blitzschaden vom Bogen, wenn er auslöst. Also das ist vielleicht auch was echt attraktiv sein kann, ja. Hier habe ich jetzt einen Obsidianpfeil genommen. Wir können es mit dem Giftpfeil nochmal probieren. Ja. Aber der macht tatsächlich auch nichts. So, hier haben wir noch einen Silberpfeil. Der hat dann wieder Geistschaden. So, also wie ihr seht, egal was du nimmst, dem ist es völlig egal. So, und jetzt gibt es noch mein persönliches Schnuckelchen. Ja,
wo ich echt die Krise kriege bei dem oder sehr, sehr häufig die Krise kriege und ihr werdet es euch wahrscheinlich denken können, weil der echt noch in der Aufzählung gefehlt hat, das ist der liebe Gute. Wo ist er denn? Morgen. Genau. So, der ist jetzt da. Der ist nur gerade nicht zu sehen, weil ich fliege. Ja, und jetzt kommt er raus aus seinem Loch. So, jetzt gucken wir mal mit Eis, wie wir bei dem da hinkommen. Juckt den nicht die Bohne. Juckt den absolut nicht die Bohne. Wir probieren es mal mit Blitzschaden. Habt ihr gesehen? Blitzschaden ist seine Schwäche. Und zwar nicht nur in der Form, sondern wenn wir eben auch mal die Äxte anlegen oder überhaupt Blitzwaffen, dann seid ihr da echt schon ganz gut bedient mit ihm. So. Mal die Äxte. Macht ordentlich Schaden. Das war der Kolben, meine ich. Wenn wir jetzt die Äxte nehmen. Genau. So, also habt ihr ja gesehen. Das ist auf jeden Fall die Schwäche von dem Morgen. Einfach Waffen mit der Blitzverzauberung drauf machen euch das Leben leichter. Natürlich habt ihr die noch nicht von Anfang an und auch hier würde ich dann eher wieder zum Frostner tendieren oder auch zu dem Eisstab, einfach um ihm so ein bisschen die Geschwindigkeit in seinen Attacken rauszunehmen. Die sind teilweise nämlich echt übel, wenn die euch erwischen. Der rollt einfach über euch drüber und macht euch fix und fertig. So, ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen damit was anfangen. Wahrscheinlich haben die meisten von euch das sowieso schon rausgefunden. Und für alle, die jetzt noch auf dem Weg sind in die Ashlands und schon ganz viele böse Videos gesehen haben, wie es dazu geht, hier habe ich zumindest versucht, mal so ein bisschen die Anspannung da rauszunehmen. Ihr müsst euch einfach nur richtig ausrüsten und dann funktioniert das auch. Und selbst wenn ihr aus dem Mistlands rauskommt, ich hatte es ja schon in einem meiner vorherigen Videos gesagt, wie ihr starten sollt in die Ashlands. Ganz wichtig, maximiert eure Ausrüstung, wenn ihr aus dem Mistlands euch auf den Weg Richtung Ashlands macht. Ja, da waren ein paar Tipps dabei, da könnt ihr gerne nochmal reinschauen mit Schildgenerator, mit Boot, mit Sachen, die man mitnehmen soll und. Und dann seid ihr da so halbwegs gefeit und könnt dann relativ entspannt dort ja einfach starten und es euch da, ich sag mal, gut gehen lassen in Anführungsstrichen. Aber so braucht ihr euch nicht mehr vor irgendwelchen Gegnern fürchten. Wenn ihr nämlich die Schwachstellen kennt, ist es relativ easy, dem Ganzen zu bestehen. Natürlich darf man nicht vergessen, manche treten auch in größeren Horden auf, dann wird es schon wieder tricky. Aber auch da habe ich euch ja Möglichkeiten gezeigt, wie ihr dem so ein bisschen entgegenwirken könnt. So, ihr Lieben, hat vielleicht ein, zwei Mal geklemmt in dem Video, weil ich gerade am Anfang hatte ich vergessen, ich wollte das eigentlich auch nochmal so von der Grund auf erklären, wie das läuft. Seht's mir bitte nach. Ansonsten habe ich versucht, da so halbwegs Struktur reinzubringen. So, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Bis demnächst. Tschö, bitte.